Das muss ich mir auch noch ganz schnell überlegen. Dim, dim, dim. Dim, 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 dim. Guten Morgen! Und herzlich willkommen hier zu einem neuen Vlog und zum anschließenden Vlog von gestern oder vorgestern. Ich weiß nicht, wann dieses Video online kommt. Ihr seht, wir sind gut vorangekommen. Mone baut gerade eine Schublade auf, aber erstmal ganz kurz begrüßen wir euch. Heute ist Samstag. Ja. Und wir waren heute schon sehr aktiv, weil wir sind hier gut weitergekommen. Ich war beim Friseur und ja, ich bin schon außer Atem. Wie, ich hab's mir gut gehen lassen, hallo? Hast du nicht gut gehen lassen? Ja, doch schon ein bisschen. So, ich zeige euch jetzt mal den aktuellen Stand. Auch wenn ihr dann schon ein bisschen in die Richtung, also wisst, in welche Richtung das Ganze geht. Aber wir haben jetzt, Mone, du machst das übrigens sehr, sehr gut. Oh, danke. Sehr gut. Also wir haben die drei Korpusse aufgebaut, zwei Schubladen, zwei sind noch fertig. Und ja, die kommen jetzt alle da rein. Und dann sind wir schon ein gutes Stück weiter. Hier sieht es natürlich immer noch aus wie Hinz und Kunz. Aber ja, also Schatz, ich sag, wir kommen gut voran. Ja. Ich weiß nicht, ob wir heute fertig werden mit dem Kleiderschrank. Ja. Meinst du? Ja. Wir haben noch viel zu erledigen, ne? Ja. Du musst ein Foto machen für Instagram. Ja. Wir müssen einkaufen. Ja. Ja. Und wir müssen mal was essen, langsam auch nachher, ne? Ja. Aber ja. Schaffen wir. Wir machen jetzt die Musik an und dann worken wir weiter. Let's go! Ich habe so Rückenschmerzen. Wir arbeiten hier echt, ich fühle mich wie am Fließband. Aber wir haben echt eine verdammt gute Arbeitsteilung. Also ich habe jetzt hier die ganze Zeit die Schubladen aufgebaut. Und währenddessen hat er halt quasi immer die Schiene schon in den Kleiderschrank angebracht und dann die Schublade eingesetzt. Und ich habe wieder die neue Schublade aufgebaut. Also so voll im Fließband. Deswegen ging das eigentlich jetzt relativ schnell. Aber trotzdem bin ich jetzt schon mega kaputt. Aber es sieht schon sowas von gut aus. Ich zeig's euch mal. Die letzte Schublade wird hier gerade nochmal fleißig angebracht. Tadam! Hello! Oh yes, es sieht so cool aus! Ah. Wie dunkel die Schubladen unten sind, weil hier oben ja noch kein Brett drüber ist. Aber da kommt ja noch dieses Brett drüber. Oh, es sieht so schön aus. Ja. Wie etwas optisch eigentlich komplett anders aussehen kann, wegen so einem Schrank. Mhm. Krass! Ja, auf jeden Fall kommen ja jetzt quasi oben noch die Stangen rein. Da kommt noch, noch so ein Ausziehding hin. Kleines Special, zeigen wir euch gleich. Und da dann noch die Bretter, damit man halt logischerweise oben was drauflegen kann. Und oben habe ich mir gedacht, kann ich vielleicht meine Handtaschen drauf platzieren oder sowas. Mhm. Das muss ich mir auch noch ganz schnell überlegen. Was willst du denn drauf machen? Nee, alles gut. Ein Pokémon. Ja, aber so sieht es auf jeden Fall jetzt aus. Zwischenstand. So sieht das hier aus. Überhaupt nicht gut. Und jetzt machen wir, denke ich, weiter. Oder willst du etwas anderes machen? Einkaufen? Nee, wir machen das jetzt. Wir machen es noch schnell zu Ende, oder? Also ich will auf jeden Fall den Kleiderschrank jetzt fertig machen. Ja. Den restlichen Raum einrichten, das werden wir heute nicht mehr machen. Nee. Dafür müssen wir auch nochmal zu Ikea Deko kaufen. Ja. Ja, und das da drüben muss noch fertig gemacht werden. Ja. Oder dich übrigens nicht, warum wir dieselben Klamotten anhaben. Wir haben halt dieselben nochmal angezogen. Genau, weil, sind ja eh schon dreckig. Macht ja keinen Sinn, ne? Ah. Bin stolz auf uns, Schatz. Wir sind fertig. Aber ihr bekommt es noch nicht zu sehen, weil es ist noch nicht komplett fertig. Aber der Aufbau ist auf jeden Fall schon fertig. Aber jetzt muss erstmal der ganze Müll hier raus. Und ja, das wollen wir jetzt zuerst machen, bevor wir euch alles andere zeigen. Ja, und damit fangen wir direkt an. Oh, mein Schuh! Ah. Mann! So, ihr Lieben, wundert euch bitte nicht, warum das Bild so komisch ist. Aber wir haben die Kamera hier neben uns liegen, da. Aber ja, der Akku ist leer. Und wir fahren jetzt auf jeden Fall ins Kino mit meinen Eltern. So ein bisschen kleine Family Time. Und Mone scheint gerade fast umzukommen. Ja, wir berichten euch nach dem Kino, was wir geguckt haben. Also wir wissen schon, was wir gucken, aber dann auch, wie der Film war, etc. Ja, und dann gibt es was? Nachos für dich? Popcorn? Was willst du? Popcorn. Popcorn, ja.
Für mich gibt es heute nichts, glaube ich. Ich bin sparsam unterwegs. Wollen wir einfach Popcorn-Menü nehmen, dann habe ich noch was zu trinken. Ja. Das passt doch. So, wir sind zurück aus dem Kino. War ein ganz entspannter Film. Wir haben Green Book geguckt. Ja. Hieß der, glaube ich. Ja, auf jeden Fall war das ein Film, der auf wahrer Begebenheit hat. Und ja, war ziemlich cool. Solltet ihr euch mal eigentlich angucken. Es war echt cool. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit der Familie mal so ein bisschen Zeit zu verbringen. Und wir fangen jetzt gerade an, die Sachen einzuräumen, beziehungsweise erstmal alles von hier rüber zu schaffen. Und dann seht ihr gleich das fertige Endergebnis. Yeah. Endlich, beziehungsweise endlich. Das Zimmer ist dann noch nicht fertig. Aber der Schrank ist dann fertig, genau. Also es ist noch nicht das ganz endgültige Ergebnis. Das wird wahrscheinlich dann erst im nächsten Vlog passieren, weil, ja, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Wir müssen dafür nämlich nochmal zu Ikea ein bisschen Deko kaufen gehen und ein bisschen dies und das. Guten Morgen! Und nicht herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, weil es ist immer noch der laufende Vlog. Ich denke wahrscheinlich so, hä? Gerade eben war es noch Abend und jetzt ist der neue Morgen. Ja, wir haben gestern nicht mehr gevloggt, sind einfach nur ins Bett gefallen. Wir haben unsere Sachen alle aufgehangen und dann war es quasi fertig und dann haben wir noch ein langes Telefonat gehabt. Wir haben uns währenddessen quasi so ins Bett gelegt und telefoniert und dann war das Telefonat zu Ende. Wir haben aufgelegt, dann lagen wir kurz so und auf einmal... Ja, und ich sag dann auch so, oh verdammt, wir haben vergessen, den Zuschauern zu zeigen. Und ich dann so, machen wir morgen früh. Deswegen geht's jetzt ab hier rein. Willst du die Show machen so? Also wundert euch nicht, auf dem Boden liegt noch ein bisschen was. Also wie gesagt, das Zimmer ist noch nicht fertig, aber der Kleiderschrank halt. Aber ihr seht schon, es steht eine coole Blume jetzt im Wohnzimmer. Ja. Aber die wird getauscht mit der unten, weil die kleiner ist. Aber, wir haben ja im letzten Vlog gesagt, dass wir diesen Flohmarkt machen wollen mit unseren Klamotten, weil wir ja aussortiert haben. Guck mal, wir haben so viel Platz. Hier ist einfach noch alles voll. Okay, bei ihm ist frei, meinst du? Alles frei, ja. Und bei mir ist einfach, ich habe die ganzen Klamotten nach vorne geschoben. Hinten ist alles frei, da links ist ja nicht voll. Also bei mir ist aber auch, also bei mir ist aber hinten auch noch alles frei. Hinten ist, ich habe das groß gefaltet. Ja. Normalerweise falte ich Pullover so auf die Größe. Aber das ist. Ja. Wir haben noch so viel Platz, weil wir halt voll gut aussortiert haben. Check. So, jetzt seid ihr. Jetzt seid ihr gefragt. Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Hier ist unser cooles Special. Wir haben hier, ihr seht ja das nicht auf einer Höhe, wir haben hier noch so ein Ausziehding für unsere Uhren. Ja, das haben wir noch nicht alles einsortiert. Da fehlt noch die Schmuckbox. Ich möchte hier noch so ein bisschen anderen Schmuck reintun und meine Haartücher und sowas. Ja. Das auf jeden Fall. Ja. Also, eure Meinung jetzt ab in die Kommentare. Findet ihr es gut so? Da oben kann man jetzt noch was draufstellen. Da wollte ich meine Taschen drauf. Ja, hättet ihr das anders gelöst oder? Ja, also ich finde es sehr schön so. Ja. Wir haben uns quasi überlegt, klar, hängen ist immer besser als legen, aber ich finde, das sieht so irgendwie optisch viel schöner aus, als wäre da drunter jetzt noch eine Hängeschale. Ja, nee. Das sieht so einfach viel toller aus. Und wir haben halt quasi hier oben immer die Sachen hängen, die wir wirklich oft anhaben, also eigentlich fast Sollen immer. Wir kurz unsere Sortierung vorstellen? Ich habe anders sortiert wie du. Okay. Sagen. Also hier hängen nur die Sachen, die wir quasi fast immer anhaben und in den Schubladen die, die man so ab und zu anhat. Genau. Okay, das ist deine Sortierung. Meine Sortierung ist nämlich anders. Ah, okay. Entschuldigung, dann erzähl mal deine Sortierung. Also meine Sortierung ist, wir haben hier T-Shirts, die oft getragen werden. Mhm. Hier haben wir meine Lieblings-Sweater und Pullover, die oft getragen werden. Mhm. So, ja, dann hier ist meine Ablage für die Sachen, die ich schon mal anhatte, aber vielleicht nochmal anziehen möchte, wie meine Jeans zum Beispiel. Die hatte ich gestern im Kino an, muss aber jetzt nicht deswegen gewaschen werden, deswegen kann ich die nochmal anziehen. Interessant. Dann haben wir hier schlichte weiße Oberteile, also auch, da sind sogar ein paar T-Shirts bei, die ich sehr, sehr häufig anziehe. Sehr schön gefaltet hast aber, du das alles. Ja, das hast du gemacht. aber das sind so die weißen Sachen, das bedeutet, selbst wenn hier eins meiner Lieblings-T-Shirts bei ist, was nicht hier hängt, das hängt dann hier, ne? Obwohl hier auch zwei weiße hängen, aber die sind ganz besonders. Okay. Hier sind meine Standard-Sweater von H&M, die habe ich ja in ganz vielen verschiedenen Farben. Ja. So, dann, jetzt wird es spannend. Spannend. Hier sind alle anderen bunten T-Shirts, die ich nicht so häufig trage. Bunte T-Shirts. Hier sind auch coole Sweater, die ich gerne trage, aber halt keine Standard-Sweater sind und auch nicht so ganz besonders. Aha. Und hier unten kommt der ganze blöde Rest. Nein, Spaß, das sind auch Sweater, die ich Was? Nicht so der ganze blöde Rest? Ja, die habe ich jetzt ewig nicht mehr angehabt. Ja, das stimmt. Früher war das mein Lieblings-Sweater. Ja. Aber ja, der Geschmack verändert sich ja auch. Und ja,
Ja, Corby. Ne, ihr wisst Bescheid, damit alle ihr wisst, das ist mein Schrank. Ja, okay, komm, jetzt zeig ich meinen Sitz. Du hast doch schon alles gezeigt, du hast alles gesagt. Ich will zeigen. Also hier hängen meine Sachen, die ich fast immer anhab. Und hier die ich nicht so. Tja, meine Sortierung ist cooler. Ha! Nee, die sind einfach, klar, also die habe ich auch ganz, ganz oft an, die Pullover. Aber so einen kuscheligen Pullover zum Beispiel habe ich dann doch öfters an. So, oder diesen hier, den Adidas Pullover habe ich neu, den habe ich dann öfters an als den ich vor 3 Monaten gekauft habe. Also so, ja. Deswegen, genau. Und hier liegt jetzt meine Hose, weil ich hatte die auch gestern im Kino an. Genau, und hier hängen quasi meine Kleider noch. 2 Pullover von ihm, die er auch schon anhatte. Weiß ich auch nicht, warum die. Warum hängen die denn da? Ja, weil die auf der Stange hingen von. Ach so, ja, dann lass sie einfach mal da hängen. Und quasi meine Blazer und Kleider und sowas. Ja, und für hier in die Mitte irgendwie, da haben wir noch nichts, was wir da reintun können. Ja, mal schauen. Das wird sich mit der Zeit füllen. Safe werden da deine Sachen rein, wenn du immer mehr hast. Safe. Ich bin einfach voll die simple Frau eigentlich. Ich habe so wenig Klamotten an sich. Aber halt, irgendwie wir haben voll die gute Strategie. Immer wenn wir shoppen gehen und uns neue Klamotten kaufen, sortieren wir was Altes dafür aus. Also das machst du, ich nicht. Ja, du aber auch schon ab und zu. Ja, aber warum habe ich dann mehr Klamotten als du? Ja, weil du halt auch ein bisschen mehr brauchst. Ja, ich weiß auch nicht. So. Nee, aber das ist echt eine gute Strategie. Macht das mal. Wenn ihr shoppen geht und was Neues kauft, sortiert was anderes dafür aus. Euer Kleiderschrank wird euch danken, weil ich hasse es, wenn der Kleiderschrank so komplett vollgepackt ist. Also ich hätte jetzt keine Lust gehabt, wenn das irgendwie alles so gewesen wäre. Nee, so. Ich auch nicht. Und dann, ich finde, dann sieht das halt auch nicht so cool aus. Deswegen ist es jetzt halt so ein bisschen locker. So schöner. So. Und deswegen, denkt dran, wenn ihr irgendwann nochmal shoppen geht und euch eine neue Jeanshose kauft, schmeißt eine alte dafür raus. Und jetzt gehen wir frühstücken. Ich hab Hunger. Ja. Sollen wir den Vlog direkt beenden hier? Ich weiß nicht. Das ist ein guter Abschluss, ja, oder? Ja, okay. Also, wir werden jetzt das Essen gehen, frühstücken gehen. Und dann würde ich sagen, wenn euch der Vlog gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Danke für eure Unterstützung in den letzten Tagen, dass wir sehen, dass es euch freut, dass wir so viel vloggen. Und deswegen machen wir das auch weiter. Ja, abonniert diesen Kanal gerne für mehr Vlogs und lasst einen lieben Kommentar da. Und dann würde ich sagen... Ja, macht euch so lieb. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.